Zunamin, vor dir siehst du das hügelige Vorland, gewaltige Monumente, die dort steinern, natürlich nach oben wachsen. Ein schwarzes Gebirge, ein schwarzer Kamm, eine trutzige Festung, die vor dir auftaucht. Seit Jahrhunderten ein mächtiges Bollwerk. Doch du siehst, dass so wie es am Fluss liegt, die eine Seite arg verschlammt ist, verdreckt. Die Steine schlagen unnatürliche Blasen und die Erde sieht aufgewühlt und hungrig aus, nach Blut lechzend. Und während du deinen Blick fokussierst und dich auf die Festung selbst konzentrierst, wie sie sich dort erhebt, siehst du, wie dort gekämpft wird, gekämpft wurde. Besatzungsmitglieder, die im Blute dort am Staub liegen und ihr Leben aushauchen, und eine andere Partei, die teilweise ihre Zähne in das Fleisch der Besiegten schlägt und in den Himmel heult. Du kannst sehen, wie du durch die Festung hindurch gehst und fliegst, immer gerufen von einem feinen Stimmchen, was dich in einen großen, offenen Raum treibt, in der noch mehr Leichen liegen. Noch mehr Verteidiger, die gefallen sind. Und du wirst bis zu einem Schrank in der Ecke gerufen, hinter dem du ein Stimmchen vernehmen kannst, was nach dir ruft. Oder nach Raya selbst. Du siehst, wie im Raum sicherlich noch 3, 4 von dieser merkwürdigen Garde verteilt stehen. Einer von den Besatzern, der da wohl gequält wird, immer noch am Leben. Er versucht, sich zu klammern, zu greifen. Und die anderen, die die Festung erobert haben, scheinen mit ihm zu spielen. Die Stimme wird lauter und du kannst sehen, wie wohl in diesem Schrank ein junges Mädchen hockt. Raya, hilf mir. Bitte. Lass mich doch nur nach Pareinefurten kommen. Ich muss meine Aufgabe erfüllen. Raya. Scheint irgendjemand mich wahrzunehmen? Also, ich habe ja wohl diesen Raum durchquert, fliegend, gehend. Du bist dir gar nicht ganz sicher. Also, du stehst direkt vor dem Schrank und eigentlich müssten die Wachen dich sehen. Entweder sie spielen gerade so sehr mit dem Verletzten auf dem Boden und treten ihm da wohl mit offenem Bauch in die Rippen. Aber nein, sie bemerken dich nicht. Ich möchte das Mädchen auf die Beine ziehen, also ohne groß drüber nachzudenken, stecke ich die Hand aus und möchte ihre Hand greifen. Du versuchst sie nach oben zu ziehen, sie rappelt sich dann wohl aber mutig selbst auf. Weiß nicht genau, ob es deine Hand war, die jetzt wohl dafür zuständig war, aber sie steht. Sie zittert, sie friert, sie hat Angst, unglaubliche Angst. Er hat dicke Sommersprossen in ihrem Gesicht, vielleicht 14 Jahre, wenn überhaupt, und in eine Akolutenrobe der Reihe gekleidet. Mittelreichische Züge. Ich schirme sie mit dem Säbel in meiner Rechten gegen die Feinde, die da wohl noch immer sind, ab und versuche sie zum Ausgang zu lotsen. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob sie mich wahrnimmt. Du merkst wohl, wie sie kurz an die Wand oder an die Tür des Schrankes fest, und du hörst es dann auch, wie diese Schrankwand leicht quietscht und knarrt. Sie lässt sie wieder los und bleibt schlotternd in der Schrankwand stehen. Keine Sorge, Mädchen, wir hören dich. Wir wissen, dass du da bist. Wir können dich riechen. Wir können deinen Schweiß riechen, deine Angst, deine Furcht. Es tut weh. Halt die Schnauze. Um dich kümmern wir uns noch. Hat jemand gesehen, wo sie hingelaufen ist? Sie muss hier irgendwo sein. Keine Sorge. Wir bringen sie zum Wolfenlord. Ich fasse unter meine Kleidung, ob ich den 7. Schleier bei mir habe. Du hast ihn bei dir. Ah ja, hilf mir. Bitte, nur ein einziges Mal. Und ich nehme den Schleier und lege ihn ihr um die Schultern. Drücke einmal die Schultern, um ihr Mut zu machen. Lauf!
Du kleidest sie in den Schleier, flüsterst ihr die Worte mit auf den Weg und du siehst, wie sie die Schrankwand aufdrückt und läuft. Du erwachst. Du bist auf der Avianda. Das Schiff schaukelt leicht, du kannst die Rufe der Handwerker hören und das Schreien der Möwen über dir. Ja, Sulamin streckt sich erstmal mit knackenden Knochen und schüttelt sich, um den Nachhall dieses Traumes abzustreifen. Und greift dann nach ihrem Vademecum, das neben ihrem Bett liegt, und versucht so schnell wie möglich, bevor die Details ihr entschwinden, so viele Details aufzuschreiben, wie sie noch zu fassen kriegt. Derweil die anderen. Serpentilio, du betrittst deine eigene Kajüte und siehst wohl, wie in der Alchemistenstube die letzten Partikelchen abgeraucht sind, die Destillierkolben sind leer und die letzten paar Tropfen fließen in das Rückflussgefäß. Betrachte das alles nochmal sehr genau. Und dann fülle ich es in Flaschen ab, propfe die zu und ich glaube nicht, schließe das Fenster und mache mich dann guter Laune auf den Weg in den Palast, wo die anderen ja sein sollten. Ich glaube nicht, dass es hier noch etwas zu tun gibt. Ja, so kannst du gut gelaunt durch die Gassen streichen am Hesinde-Tempel vorbei, der zwar zerstört wurde, aber mit den wenigen Materialien wieder aufgebaut wird. Siehst da wohl noch einen runzelnden Hesinde-Geweihten, der dir aber wohl auch keine Beachtung schenkt, und kannst dann in Richtung des Blauen Palastes abbiegen, wo du dann durch den Innenhof des Atriums vorbei an den drei Rondrianerinnen nach oben gelassen wirst, wo du dann auf Rafim, Abelmir und Boltax triffst, die wohl schon dort anwesend sind. Ah, die Herrschaften. Hervorragend, dass ihr bereits hier seid. Ihr werdet euch freuen zu hören, dass unsere Wartezeit abgeschlossen ist. Na, hast du mir ein Bier mitgebracht? Ah, verzeiht, das muss ich wohl vergessen haben. Warum fragt ihr nicht euren neuen Freund, den wie heißt es noch? Kapitän, ihr wisst schon wen. Oh ja, Boltax hat viele Freunde, da muss jetzt schon genauer werden. Der andere Zwerg, so viele gibt es davon. Xandar, meint ihr? Genau, den. Der schien ja letztes Mal reichlich eifrig zu sein, euch mit Nachschub zu versorgen, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Hervorragend. Das ist wahr, aber... Ich fürchte, Diamantis wird uns in nächster Zeit nicht beiwohnen. Er ist ein wenig unwohl. Ich habe die Sache allerdings im Griff. Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Ja, schön, dass ihr auch gekommen seid. Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich zu meiner eigenen Schande gestehen muss, dass ich einen Brief übersehen habe, der mir vor einiger Zeit bereits von einem Kapitän eingereicht worden ist, mit Dringlichkeit tatsächlich. Er ging in der nachfolgenden Hektik tatsächlich unter. Ich muss mich für mein Versehen tatsächlich schämen. Allerdings habe ich gesehen, dass die Visira selbst noch nicht da ist. Er ist allerdings auch gar nicht an sie selbst, sondern an eure gesamte Heldengruppe gerichtet. Nun, von wem kommt dieser Brief? Von Meister Kiaras. Oh. Ja, ach. Wie gesagt, ich möchte dieses Verschulden einmal auf mich nehmen. Das ist tatsächlich mir anzulasten. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Kiaras weiß, dass wir viel beschäftigt sind und dass wir nicht immer sofort antworten können. Ja, er ist bereits auf den Hesinde dokumentiert. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Aber gut, es war ja wenig Wartezeit, diese eine Woche, die ihr jetzt hier verbracht habt. Ihr hattet ja auch allerlei Hände voll zu tun, aber nun gut, ich werde ihn ihr gleich überreichen. Ihr könnt ihn natürlich auch jetzt schon öffnen, wenn ihr mögt. Ich gehe mal davon aus, dass die Visira gleich auftauchen wird. Und ansonsten habe ich einen weiteren, ich möchte ihn nicht Bittsteller nennen, einen weiteren Baron. Ihr habt wohl schon Bekanntschaft gemacht mit seinen Handlangern, falls ich sie so nennen darf, den Jagdmeister und den Hofgeweihten. Die waren wohl vor kurzer Zeit zugegen und nun hat sich der Baron tatsächlich selbst angekündigt. Baron Travigor von Romulus, sagte er. Beziehungsweise selbst nicht die Baronie Romulus, sondern etwas im Süden von Werheim gelegen. Und er sagte wohl, dass er euch kennt, Meister Rafim.
Ja, ist aber mir, so, du so weißt ja, mein Namensgedächtnis ist nicht so gut. Wir kennen den, wer ist das nochmal? Nun, ich vermute mal, ihr habt ihn in der Wildermark getroffen. Ja, wenn ich sein Gesicht sehe, dann fällt es mir bestimmt wieder ein. Zumindest all die anderen Helden kommen aus dem Dapathischen, das ist korrekt, ja. Ihr sollt euch wirklich bemühen, euch die Leute zu merken. Die wichtigen Leute, nicht die in Bauern. Soll ich ihn hineinlassen oder sollen wir erst auf die Visierer warten? Natürlich, lass ihn hinein. Es wäre ein Affront gegen ihn, ihn nicht hereinzubitten. Sehr wohl. Ja, und so, während Travico dort wartet, kannst du sehen, wie eine bildhübsche junge Dame auf dich zukommt mit alterslosen Gesichtszügen, herausragendes Aussehen, und bereits von der Entfernung spürst du wohl ihre Duftwolke, wie sie auf dich zufliegt, wie sie dort mit grazilen Schritten auf dich zu oder an dir vorbeigeht, Travigor. Ich wusste gar nicht, dass Jalans Frau in der Stadt ist. Verehrte Dame, ihr müsst die Wesirin Zulamin sein. Von eurer Schönheit hat man schon vieles gehört. Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Mit wem habe ich das Vergnügen? Baron Travigor von Wandlet, Baron von Devilsmund und Ritter des Heim- und Herdfeuerordens. Oh, man hat uns von euch berichtet. Ihr seid der Baron, der mit seinem Gefolge hierher gekommen ist, um sich dem Kampf gegen die blutige See anzuschließen. Ganz genau. Wir haben davon gehört, dass hier einiger Unrat am Dampfen ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier. Natürlich, bei uns ist auch noch nicht alles wirklich aufgeräumt, aber ich glaube, hier werden unsere Taten und unser Eifer mehr gebraucht denn je. Nun, wir danken euch für diesen überaus mutigen Entschluss. Bitte begleitet mich doch. Ich bin ein wenig spät dran. Ich bin sicher, meine Gefährten werden sich bereits versammelt haben. Vortrefflich, natürlich, natürlich. Ich bin bereit. Travigor würde sich ein bisschen den Mantel versuchen sauber zu machen. Von der Reise vielleicht ein bisschen verschmutzt. Und während wir nach drinnen gehen, frage ich ihn so, Heim- und Herdfeuerorden? Verzeiht, ich kenne mich im Norden nicht allzu sehr aus. Ein Travia-gefälliger? Oh, guten Morgen. Visira, verzeiht, ich hatte einen Brief übersehen, der in den Papieren wohl nach unten gerutscht ist. Und ihr habt Meister Travigor, den Herrn Baron, schon getroffen, dann muss ich euch nicht weiter vorstellen. Die anderen Helden warten bereits. Ja, sehr gut. Verzeiht die Verspätung. Ja, wir haben uns bereits kennengelernt. Gut, dann begleitet mich doch, Travigor. Natürlich, natürlich. Ich habe eine ganze Menge Willenskraft und Energie mitgebracht. Wenn auch nervöse Energie, aber die ist auch nicht zu unterschätzen. Und Zulamin nimmt den Brief entgegen. Ah, das Wappen des Hauses Karinor. Ja, das hat also noch ein paar Zeilen hier gelassen, bevor er wieder aufgebrochen ist. Ja, wie gesagt, bereits aus dem Hesinde datiert, aber wohl von einiger Wichtigkeit. Nun, dann habt Dank, Rabenmund. Ich hoffe, es steht nichts darin, was allzu zeitkritisch ist, aber das werden wir gleich sehen. Ich werde euch gleich noch etwas Tee bringen lassen und falls ihr mich sucht, ich bin einen Raum weiter und gehe weiter die Staatsdokumente durch. Sehr aufmerksam. Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Und, damit verabschiedet er sich und geleitet euch an die letzte Tür, wo ihr bereits das raue Stimmchen von Rafim hören könnt. Ja, also du kannst ja noch aufstehen und das Bier noch holen gehen, Sippinti. Ist ja gar kein Problem, auch wenn du dich schon wieder hingesetzt hast. Ja, das sehe ich aber auch so. Nun, ein Mann von meiner Statur sollte sich nicht unnötig mit solch schweren Lastern abquälen. Da hat Zulamin euch sogar schon die Tür aufgemacht. Dann habt ihr euch das auch noch gespart. Jetzt müsst ihr nur noch aufstehen und laufen. Außerdem bin ich mir reichlich sicher, die Kapitanin hat Dienerschaft für etwas solches. Einen wunderschönen guten Morgen, die Herren. Ich habe einen Gast mitgebracht. Na, hat der Bier mitgebracht? Ah, sehr erfreut. Guten Tag.
Er scheint einem Travier-Orden anzugehören, aber ich... nun bedrängt ihn doch nicht so. Das ist Baron Travigor. Genau, von Dergelsmund. Ihr habt vielleicht von dieser Baronie gehört, liegt in der Wildermark, aber ganz so wild ist es dann nicht mehr, dafür haben wir gesorgt. Nein, noch nie gehört. Es ist mir eine große Ehre, euch alle leiblich kennenzulernen. Ich habe so viel von euren Heldentaten gehört. Oh, warte, ich habe... Hier ist ein signiertes Exemplar von Boltags Höllenfahrt. Gern geschehen. Boltags. Fällt doch nicht immer mit der Tür ins Haus. Naja, aber... Vortrefflich. Seht ihr, er freut sich, Abelmir. Also, er ist höflich. Menschenkenntnis liegt dir nicht, oder? Er ist höflich, nur um es dir direkt ins Gesicht zu sagen. Nein, ihr seid Boltags der Weise, richtig? Ja, so nennt man mich, so nennt man mich. Und das ist Abelmir der weniger Weise. Abelmir, der die Lehren aller Gilden gemeistert hat. Ja, eine lange Geschichte. Sie hängt mir wohl ewig nach. Oh ja, aber das war sehr schmeichelhaft. Wir haben uns getroffen, wenn ihr euch erinnert. Wir haben damals an der Blutkerbe Seite an Seite gekämpft. Es war mir eine große Ehre. Oh ja, stimmt. Du merkst, wie Rafim aufsteht und auf dich zugeht. Ja, richtig. Damals ist euer Bauch etwas dicker geworden. Nein. Seid ihr euch sicher? Ich hab euch schmaler in Erinnerung. Naja, also man hat eine Menge Stress als Baron, müsst ihr wissen. Und ich koche gerne. Ja, das ist sehr vorbildlich. Gerne. Das ist gut. Man möchte ja nicht vom Fleisch fallen, nicht wahr? Korrekt, das ist das Wichtigste und die Grundlage dafür, Heldentaten zu bestreiten. Richtig, stellt euch mal vor, ihr wärt so ein Klappergestell wie Serpentilio. Oh, furchtbar. Nein. Ich lasse euch gern wissen, dass ich mich den Umständen entsprechend guter Gesundheit erfreue. Nun, würdet ihr mehr Bier tragen, wärt ihr vielleicht auch kein so ein Klappergestell, Serpentilio. Hm? Leibesübung. Sicher doch, Boltax, sicher doch. Serpentilio de la Saar. Oh, beachtet mich nicht. Ich bin nur ein kleiner Schwarzmagier. Ja, von euch habe ich auch... Nun, vielleicht nicht ganz so klein. Nun, euer Hochgeboren, was treibt euch in diese Stadt, außer dass ihr Heldentaten vollbringen wollt? Naja, also ich will euch natürlich mit allen meinen Kräften und... mit ein paar, ich möchte sie nicht Vasallen nennen, sondern Mitstreitern unterstützen, wie wir nur können. Ich meine, ihr habt bestimmt alle Helden davon zu tun. Dies ist wohl wahr. Ich schaue mal zu Lumin an. Ihr seid dort herzlich willkommen, denke ich, im Namen unser aller. Oh ja, in jedem Fall. Ich muss auch gestehen, vielleicht hat man das euch gesagt, dass ich, schon mal in Aranien war. Da war es... Tatsächlich? Naja, noch nicht ganz so schlimm, wie es jetzt der Fall ist. Aber so ich habe schon dort... Wie meint ihr? Naja, mit der Besetzung. Wie meint ihr, als Aranien noch zum Mittelreich gehörte oder erst danach? Ja, also ich habe auch damals schon ein paar Unsitten kennengelernt, die mir nicht besonders traviergefällig vorkamen. Ganz und gar nicht. Nun, sagen wir so, die Oronische Halbinsel ist zwar befreit und wird nunmehr wieder die Elburische Halbinsel genannt, aber nun ja... Das Reich der Demiona von Zorgern wirft einen langen Schatten. Und es braucht natürlich eine Weile, dass ihr wieder die Tugenden der Heiligen Mutter Einzug gebären. Ihr wisst, was ich meine. Nun, ihr habt sicher die Flüchtlinge in der Stadt gesehen. Wir bemühen uns nach Kräften, sie im Sinne eurer Herren mit ausreichend Nahrung zu versorgen. Genau, sicher. Die habe ich gesehen. Hier gibt es wirklich viel zu tun und ich habe euch noch nicht beglückwünscht zu eurer Rede. Die war wirklich vortrefflich.
genau. Ihr habt sie gehört. Ihr hättet mich gerne ansprechen dürfen. Ich wusste nicht, dass ihr da seid. Ich habe mich mit Priodur unterhalten. Naja, also das hätte ich gern gemacht, aber ich wollte mich in der Tugend der Bescheidenheit ein bisschen schulen und naja gut, ihr wart auch, ihr hattet zu viel zu tun. Nun ja, ich muss sagen, es war tatsächlich sehr viel los an diesem Tag. Ey. Können wir euch irgendwie unterstützen mit unserer, mit unserem Schwert? Vielleicht nicht nur mit dem Schwert. Ihr seid aus dem Norden. Ich bemühe mich nicht, alle Länder des Nordens in einen Topf zu werfen, aber kennt ihr zufällig auch die Gegend um Perreine-Furten? Perreine-Furten. Irgendwo klingelt es da bei mir, aber vielleicht könnt ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen. Nun, vielleicht könnt ihr alle einmal versuchen, euer Gedächtnis anzustrengen. Der Grund, warum ich zu spät komme, ist kein gewöhnliches Verschlafen. Ich glaube, ich hatte eine Vision, aber ich kann sie örtlich nicht ganz zuordnen. Vielleicht solltet ihr von vorne beginnen, wovon ihr geträumt habt. Ich träumte vom Fall einer Festung. Sie lag an einem Fluss. Sie sah nicht neu aus. Eine altehrwürdige Festung. Dunkle Berge im Hintergrund. Irgendwelche Monumente. Ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls scheinen sie die Plusseite her eingenommen zu haben. Die Steine, sie warfen seltsame Blasen. Irgendeine dämonische Verseuchung. Ich nehme an, es ist irgendwo in den Schwarzen Landen gewesen. Weswegen ich meine Furten erwähnte. Ich sah eine Geweihte meiner Göttin. Sie war noch recht jung und sie versuchte dem Massaker zu entkommen. Sie wollte nach Perreine Furten fliehen. Während die Eroberer, ich bin nicht sicher, wer sie waren, aber ich muss irgendwie an Werwölfe denken. Und gestatt meine Zwischenfrage. Wenn sie aus Perreine Furten kam oder war oder ist, wieso will sie dann nach Perreine Furten? Ich glaube nicht, dass sie von dort war. Ich glaube, sie versprach sich dort Hoffnung, was mich zu der Annahme bewegt, dass diese Feste nicht allzu weit weg von Perreine Furten sein kann. Und sie wurde offensichtlich angenommen. Das Wappen, was du auf der Seite der Angreifer gesehen hattest, war ein doppelköpfiger Wolf mit jeweils zwei Hörnern. Zulamin klappt ihr Vademecum auf. Hier, so oder so ähnlich sah das Wappen aus, das die Angreifer führten. Werf mal einen Blick darauf. Soll ich Heraldik werfen, oder? Ja, kannst du gerne machen. Zulamin darf auch eine Malen- und Zeichnenprobe machen. Ich würde die Malen- und Zeichnenprobe erschweren um 4. Wenn Zulamin da jetzt nicht patzt, dann sollte das wohl kein Problem sein. Ich würde auch gerne eine Heraldikprobe machen. Darfst du gerne tun. Aber mir hat auf alle Fälle eine ganze Menge Punkte übrig. Gleicht dann auch die nicht so gute Probe von Zulamin aus. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Anzahl der Hörner, aber irgendwo hatte dieser Wolf Hörner. Also die Schwarzen Lande, das ist noch ganz schön weiter im Osten von der Wildermark aus. Da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Nun, wie mir scheint, ist dies das Wappen von Arngrim von Ehrenstein und seiner Wolfengarde. Also habt ihr wohl recht mit Turbrien. Habt ihr euer kleines Werwolf-Problem im Norden immer noch nicht gelöst? Doch, kleines Werwolf-Problem ist gut. Naja, wir haben sie, ihr erinnert euch, als wir auf der Todesmauer waren, da haben wir die Werwölfe ordentlich dezimiert. Das will ich euch geraten haben. Seid ihr denn nicht schließlich Erzgeode? Ja. Seht ihr? Das sagte ich ja. Ich habe... Könnten wir zum eigentlichen Thema zurückkehren? Ja. Gut. Oh, dann wollten sie meine Schwester wohl zu Arngrim von Ehrenstein bringen.
Und dieser residiert, soweit ich weiß, in Yolgomak, dem ehemaligen Isilia. Und wisst ihr, naja, welche Festungen zurzeit umkämpft sind oder gefährdet waren nach letztem Stand? Wen fragst du das? Immer noch Abelmir, aber so, selbstverständlich okay. Nimmt sie auch Antworten von allen anderen entgegen. Nun, wie ich hörte, ist wohl Kleinwartstein in der Schwarzen Sichel schwer umkämpft. Von beiden Seiten, vom Mittelreich und von den Schwarzen Landen. Das würde zu den dunklen Bergen passen, denke ich. Wie in der Tat.